Danke, Frau Präsidentin. Ich werde mich kurz halten, um nicht noch einmal alles zu wiederholen, was heute bereits am Vormittag von meinen Vorrednern und vor allem von meinem Kollegen Andreas Leiter-Reber schon richtigerweise angemerkt wurde. Eines möchte ich vorausschicken, das möchte ich noch einmal unterstreichen, auch wenn ich mich wiederhole. Auch ich finde es nicht angebracht bzw. nicht ganz korrekt, dass wir wiederum so quasi einen Blankoscheck ausstellen der Landesregierung. Es wurde gesagt, wir geben euch wieder eine Brieftasche in die Hand, ohne dass wir konkret noch mitreden können bzw. im Prozess eingebunden sein, wie die finanzielle Hilfe genau aussieht, wie die Regelung aussieht, wie die Treffsicherheit aussieht. Und hier, ich habe dem Landeshauptmann heute aufmerksam zugehört, stellt sich mir ganz besonders eine Frage, und das ist die, wie wir alleinstehende Senioren erreichen. Denn eines ist, wenn ich richtig in Kenntnis bin, werden Gelder für Familien über das Kindergeld direkt, die liegen auf, die liegen vor. Das wird, diese finanzielle Hilfe wird direkt mit dem Kindergeld überwiesen werden. Es ist dann gesprochen worden von kinderlosen Paaren, von Singles, Senioren. Wie trifft man die? Das möchte ich in der Praxis einfach erklärt haben. Ich möchte wissen, wie sich die Landesregierung vorstellt, dass man alleinstehende Senioren, die keine Kinder haben, die niemand haben, der sich irgendwie um diese bürokratischen Sachen um sie kümmert. Denn wir dürfen nicht meinen, dass alle Senioren Zeitung lesen, dass alle Senioren genauestens informiert sind. Die müssen einen Antrag stellen. Wer macht diesen bürokratischen Aufwand für diese Menschen? Und diese Antwort, Frau Landesrätin, ich ersuche Sie, wenn der Landeshauptmann nicht hier ist, denn diese Frage möchte ich beantwortet haben, denn die wurde mir von Bürgern draußen gestellt. Wie will man diese Personen erreichen? Das Hilfspaket, ich habe diese Woche schon aufmerksam beobachtet und zugehört, was im Rahmen grundsätzlich der Stromdebatte, Energiepolitik und so weiter gesagt wurde. Auch heute, was über das Hilfspaket gesagt wurde, nichtsdestotrotz, auch wenn es richtig ist, und das wurde von allen unterstrichen, wir brauchen jetzt kurzfristig natürlich Hilfen, aber mir fehlt nach wie vor die langfristige Strategie. Und das haben wir in der Pandemie, Corona-Pandemie, ganz häufig hier gesagt. Die Corona-Pandemie hat uns knallhart einen Spiegel vorgehalten, wo die Politik in den letzten Jahren viel versäumt hat. Wir wurden mit Dingen konfrontiert, über die wir alle zigmal schon diskutiert haben, und trotzdem hat es uns hart erwischt. Und hier erwischt es uns noch viel härter. Und im Endeffekt, wenn ich mir jetzt alles noch einmal vor Augen halte und ein bisschen Revue passieren lasse, die Diskussionen, die wir hatten, da muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, ich bin natürlich für das Hilfspaket, nur Hilfspaket unter Anführungszeichen, denn es wurde auch richtig gesagt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, vielleicht kann man ein, zwei Stromrechnungen bezahlen, aber die Probleme kommen ja erst. Und ich denke auch, dass das nicht diesen Winter andauert. Also ich glaube, die Krise wird uns viel länger beschäftigen. Und eigentlich ist es beschämend, dass wir heute ein Hilfspaket schüren müssen. Es ist beschämend für ein Land, das doppelt so viel Energie produziert, wie es verbraucht. Es ist beschämend für ein Land, das es im Endeffekt ja eigentlich vormacht, und fast ausschließlich saubere Energie produziert. Und es ist beschämend für ein Land, das im Auftrag der Steuerzahler
diese Energie verwaltet. Und hier, glaube ich, tun wir schon gut daran, und da braucht man nicht zimperlich sein und immer alles persönlich nehmen. Wir tun gut daran, wenn wir in Krisenzeiten den Finger auch auf uns selbst richten. Das ist so. Probleme werden wir nie lösen, wenn wir immer nur die Symptome mit solchen Geschichten bekämpfen, aber nie konkret die Probleme an der Wurzel packen. Und ohne jetzt auf die Fehler der Vergangenheit hinweisen zu wollen, möchte ich wirklich von dieser Landesregierung einmal einen Plan hören, wie die Marschrichtung in Zukunft aussieht. Denn es ist nicht angenehm, wenn man sich hier, ohne dass wir die Ämter oder Verbände und Experten im Hintergrund haben, wie ihr es habt, wir zerbrechen uns den Kopf, machen Vorschläge, bemühen uns, und wir werden immer so mit Phrasen abgespeist, die der Sache nicht dienen. Aber sagt uns doch einmal, wie es nach diesem Hilfspaket in Sachen Energiepolitik in Südtirol weitergehen soll. Mal ganz konkret einen Plan vorlegen. Und ein Thema, das auch herauskommt, das ist einfach die Geschichte der Gehälter. Südtirol hat dieses Problem. Menschen, junge Menschen, die noch Lust haben, tatsächlich zu arbeiten, sich einzubringen, zu engagieren, zu motivieren, viele verlieren wir an das Ausland. Und das hat in erster Linie mit dem Gehalt zu tun. Das ist so. Und diese Debatte führen wir, ich bin lange jetzt hier, die führen wir, seit ich hier bin. Und auch das sind Versäumnisse der Vergangenheit, die einfach nie richtig in Angriff genommen wurden, weil es halt irgendwie immer durchgegangen ist. Aber wir haben jetzt, es wurde vor 20 Jahren schon darüber gesprochen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Aber ich erlebe jetzt wirklich im Alltag, und ich glaube nicht, dass die Menschen sich nur bei der Opposition melden und bei euch nicht, der sogenannte Mittelstand. Wie soll der weitermachen? Ich höre derzeit Rückmeldungen, und die erschrecken mich schon. Plötzlich sagen Leute, wie kommen die dazu, mit unserem Steuergeld so umzugehen? Sie fallen wieder raus, obwohl sie mit zwei Gehältern sich bemühen, nicht mehr über die Runden kommen. Die haben keine Chance. Und es wird auch gesagt, dass es nicht mehr länger angehen kann, dass eine Politik verfolgt wird, die Leuten, die keine Lust haben zu arbeiten, es ermöglicht, trotzdem halbwegs über die Runden zu kommen. Hier geht es nicht um Menschen, die in Schwierigkeiten sind, die sich schwer tun, die Geringverdiener sind. Wir unterstützen in der Zwischenzeit Faulheit mit dem Geld von Fleißigen. Und wenn solche Dinge kommen, fallen die Fleißigen wieder raus. Ich habe einen ganz konkreten Fall, das ist ein Paradebeispiel, das steht stellvertretend für viele, wo sich eine echte alleinerziehende Mutter den Allerwertesten aufreißt, die gesamte Woche, auch einen halbwegs guten Gehalt hat, das sagt, beklagt sie auch nicht. Sie sagt, ich wäre viel besser dran, wenn ich Teilzeit arbeiten würde, 75%, 50%, dann würde ich in die Hilfe, in allen Hilfsstellungen hineinfallen. Der Vater hat sich vertschüsst. Sie hat das Problem, dass sie ein Haus hat, dass sie Schulden hat, fragt kein Mensch, dass sie abstottern muss, dass sie nebenher arbeitet. Die fällt raus, der Nachbar macht seit eineinhalb Jahren nichts, weil es gibt ja den Reddito di Cittadinanza. Es gibt einiges. Der lacht die Welt aus, lacht sie aus, wenn sie in ihrem Urlaub nebenher vielleicht Äpfel klauben geht. Wenn sie schmutzig nach Hause kommt, wird sie belächelt. Die fällt wahrscheinlich wieder raus. Und ich möchte von der Landesregierung geklärt haben, wie treffsicher das Gesamte ist. Und ich möchte auch wissen, weil ich glaube schon, dass wir hier langsam ein Umdenken an den Tag legen müssen. Wir haben
einen Personalmangel, das ist so. Aber wenn wir uns dann die Realität ansehen, dann sind viele in der Zwischenzeit der Meinung, es lohnt sich gar nicht mehr, um bestimmte Gehälter arbeiten zu gehen. Und das kann es, glaube ich, schlichtweg nicht sein. Und das ist ein ganz konkretes Thema, das in dieser Krise heraussticht. Arbeit muss sich lohnen, Arbeit muss etwas wert sein. Und wir müssen wirklich alles daran setzen, dass Menschen, die wirklich einer Arbeit nachgehen, von dieser Arbeit auch leben können, ohne dass wir permanent irgendwelche Hilfszahlungen beschließen müssen, von denen wir dann aber im Endeffekt nichts Genaues wissen, wie diese dann konkret aussehen. Kollege Andreas Leiter-Reber, glaube ich, hat die Frage schon gestellt bezüglich der Doppelbezüge. Da hätte ich auch gerne eine Antwort, Staat, Land, wie das gehandhabt wird. Und ob es eine Schätzung gibt, denn auch das, und das erschreckt mich. Eines ist, wenn es die Freiheitlichen sagen. Bei uns ist man gewohnt, dass wir bei Nicht-EU-Bürgern hinschauen. Aber etwas anderes ist, wenn plötzlich Bürger anrufen, wo man nicht vermuten würde, dass da bisher ein großes Problem darin bestanden hätte. Aber gibt es bereits eine Schätzung, wie sich diese Hilfsgelder auf EU- und Nicht-EU-Bürger verteilen? Denn auch das werde ich ganz oft gefragt, denn es heißt salopp, es bekommen immer dieselben. Und ich möchte, dass diese Dinge, wenn sie nicht so sind, dann müssen sie beantwortet werden, aber dass man nicht einmal mehr darüber spricht, ich glaube, das kann es auch nicht sein. Und hier muss, und Frau Landesrätin, Sie wissen es, aufgrund der Anfragen, die ich immer wieder auch gestellt habe, hier muss einmal mehr bemerkt werden, dass wir nach wie vor das Problem haben, wir wissen es seit vielen Jahren, dass gerade bei Nicht-EU-Bürgern Eigentum und Einkommen im Ausland haben, das wird hier nicht berücksichtigt. Und auch das leidige Kapitel Schwarzarbeit natürlich eine Schieflage produziert. Denn das wissen wir, das sind Fakten. Das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder irgendetwas zu tun. Das sind schlichtweg Fakten. Und es ist halt auffallend, dass immer mehr Bürger jetzt die Schnauze voll haben und nicht mehr bereit sind, dass ihre Steuergelder nicht ganz korrekt eingesetzt werden. Unsere Leute werden durchleuchtet bis auf die Unterhosen und Besitz, der in anderen Ländern ist, der interessiert uns nicht. Hier reicht eine Eigenerklärung und hier wird abkassiert. Und ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist. Und Sie wissen es von den Anfragen und zumindest weiß ich es von den Antworten, was den Lebensstandard einiger dieser Mitbürger in den Sozialwohnungen anbelangt. Einen solchen Standard haben mittlerweile viele Einheimische nicht mehr. Und ich glaube, abschließend, ganz kurz, eines ist gewiss, das wurde auch schon von allen erkannt, ich spreche euch nicht ab, dass ihr das nicht erkennt, absolut nicht. Aber die Energiefrage, glaube ich, ist wirklich zur Existenzfrage geworden. Wir können nicht in die Zukunft sehen, wie es weitergeht. Und hier muss nicht nur heute, sondern künftig diese Frage auf der Agenda ganz, ganz oben stehen. Und ich habe es vorhin gesagt, Herr Landeshauptmann, ich würde wirklich gerne, weil es nützt wenig, wenn wir zwei vielleicht zwischen Tür und Angel über ein paar Dinge sprechen. Ich hätte gerne wirklich einmal einen Plan, wie die Landesregierung nicht jetzt mit diesem Hilfspaket, das ist eine kurzfristige Maßnahme, langfristig gedenkt, in dieser Sache weiterzufahren. Ich glaube, das sind Sie nicht mir schuldig, sondern wirklich den Menschen draußen, die absolut verzweifelt sind. Und ich glaube,
Auch das wurde gesagt. Ich habe zwar gesagt, ich möchte mich nicht wiederholen, aber es muss gesagt werden. Ich bezweifle, dass wir den Mittelstand oder mittelständische Unternehmen durch diese Maßnahme konkret entlasten. Wir haben leider im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht die Spielräume, die wir bräuchten. Das ist auch klar. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, wenn die Gehälter nicht steigen, dann verlieren die lohnabhängigen Südtiroler angesichts wirklich der enormen Preissteigerungen, die wir ja im Alltag überall erleben, einen beachtlichen Teil ihres Einkommens. Wir haben gesamtstaatliche Kollektivverträge, wissen jedoch alle, und auch das wurde schon gesagt, dass die Lebenshaltungskosten sowie auch die Energiekosten in Süditalien beispielsweise einen Bruchteil ausmachen. Deswegen, man muss sich wirklich alles überlegen, wie wir nicht nur über diesen Winter, sondern wie wir künftig Politik wirklich so machen, dass wir die Menschen mit ihrer Arbeit wieder so absichern können, dass sie sich ihr Leben leisten können.